Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier ist euer Goodie mit einem Video zu einer HDMI Syncbox and Lightning Kit. So nennt sich das schöne Ding. Was macht das denn ganz genau? Das kann Ambilight für euren Fernseher machen, sozusagen. Da bin ich wahnsinnig gespannt drauf. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal einen Philips TV zu Hause hatte mit Ambilight und nicht begeistert war. Also ich war von meinem Philips TV damals begeistert. Das Ambilight fand ich toll. Leider gab es so ein paar Sachen, die ich nicht ganz so toll fand. Deswegen ist der Philips weg und der Samsung QN90A da, weil er ist einfach geiler. Aber er hat halt kein Ambilight. Und Ambilight ist schon eine, finde ich wirklich eine sehr, sehr coole Sache. Und das möchte jetzt diese Syncbox uns bieten. Ich habe nicht mal reingeguckt. Ne? Das machen wir jetzt gemeinsam hier. Ich bin da wirklich sehr gespannt. Immersives TV-Lichterlebnis, passt zu jeder Größe von Fernseher, kann per App gesteuert werden oder per Stimme und arbeitet mit Setup-Boxen, mit Streaming-Dongles, sprich Fire TV oder Gaming-Konsolen. Ich bin gespannt. Neo by Light Me. Light Me sind die Hersteller und wir gucken auf die Rückseite, da sehen wir das gute Stück, so sieht's aus. Und wir haben hier noch den Hinweis natürlich für die Größe, denn natürlich muss Summe X an LEDs verfügbar sein, hinten am Fernseher dran. Es darf nicht zu viel sein, nicht zu wenig und das hier ist für Größe bis 65 Zoll. Ich habe einen 55 Zoll von 66 bis 90, von 91 bis 120. Hier sind dann nochmal die Informationen. Die Firma ist Light Me, das Modell LDD11. Und jetzt kommt hier der Wermutstropfen. Ich gehe mal näher ran. HDMI 1.4b. Wenn ich darüber gucke auf meine Konsole, ich möchte HDMI 2.1 haben. Gut, ich bin nicht davon ausgegangen, dass es solche Geräte mit HDMI 2.1 bereits gibt, aber so ein 2.0 hätte ich da wirklich an dieser Stelle wirklich wahnsinnig gerne gelesen, weil dann hätte ich 4K 60 Hertz gehabt. So habe ich Maximum 4K 30. Ne? Die 30 Hertz Spiele, okay, die können wir damit spielen, aber ansonsten denke ich mal eher, da kommt der Fire TV dran oder das Apple TV oder, aber die PlayStation 5 wohl leider nur selten. Ich werde es auf alle Fälle testen, wie es beim Gaming ist, aber die 30 Hertz sind dann natürlich schade, weil wir dann natürlich dementsprechend nur 30 FPS zur Verfügung haben. Und dann machen wir mal auf, das gute Stück. Unboxing Tool wie immer vorhanden. What's in the case? Schauen wir mal. Eine Anleitung. Mal schauen, in welchen Sprachen, was haben wir denn hier zur Verfügung? Ah, okay, komplett Englisch auf alle Fälle. Ja, installieren der Halterung, sage ich mal, installieren der, wie man das Ganze macht, wie man das Ganze anschließt, natürlich an das Gerät. Dann Seite 10 bis 12, wie man die Syncbox kontrolliert, entweder mit App oder mit Voice. Oder mit Stimmassistenten und eine kleine FAQ ist auch noch dabei. Es sind zum Glück auf alle Fälle, wie ich jetzt hier gerade schon sehe, bunte Bilder und QR-Codes dabei. Sieht auf alle Fälle so aus. Oh, wir haben sogar mehrere HDMI-Anschlüsse, sehe ich jetzt schon. PS5, Switch und other Game Devices, Computer, Laptop, TV-Box und andere HDMI-Sachen und dann natürlich hier. Ich bin wahnsinnig gespannt. Okay, gucken wir mal weiter. So, Neo. Drei Knöpfchen, oder besser gesagt drei Lämpchen, WLAN, Fragezeichen, an und aus. Fragezeichen werden wir noch klären auf alle Fälle. Hier nochmal natürlich dieselben Angaben bereits wie auf der Verpackung hinten. Klein und süß auf alle Fälle von der Größe her. Ne? Kleiner als eine Hand. Das bedeutet, das Ding nimmt nicht viel Platz weg auf dem TV-Rack. Kann also auch wahrscheinlich gut, wunderbar, was weiß ich, sage ich mal, bam, hinter den Fernseher geklebt werden, so dass man das Ding komplett aus dem Weg hat. Dann haben wir hier löblich ein HDMI-Kabel ist dabei. Wie gesagt, Spezifikation ist relativ wurscht. Wir haben sowieso nur HDMI 1.4b. Dann natürlich ein Netzteil mit deutschen Stecker. Netzteil seht ihr also auch automatisch ein Steckernetzteil, damit ihr wisst ja schon mal, was ihr an Platz braucht, natürlich in eurer Steckdosenleiste. Jetzt kommt das Interessante, die Installationsbrackets. Das sind nämlich genau die Dinger, die müssen wir auf die Ecken vom Fernseher kleben, damit wir dort dann ordentlich die LED-Leisten verlegen können.
Also vier Ecken, logisch, ne? Mein Fernseher hat vier Ecken, ich hoffe, eurer auch. Und dazu passend natürlich, jetzt fällt es ja schon raus, Klebepads, ne? Damit wir die Klebepads dann auf den Fernseher machen, bam, dann abziehen, dann das Bracket draufkleben und dann soll das Ganze so aussehen. Damit geht es an die LED-Kabel. Zwei Stück an der Zahl sind dabei. Soll ich das wirklich LED-Kabel nennen? Wir sehen schon, hier guckt uns ganz keck ein USB-A-Anschluss an. Logisch, irgendwo muss der Strom hier auch dafür herkommen oder besser gesagt, das Gerät hier angeschlossen werden, denn wir haben hier natürlich die beiden USB-Anschlüsse für beide Dinge. Kommen hier dran, damit dann beide LED-Leisten mit Strom versorgt sind. Ich nehme das hier mal kurz raus, dass wir so mal die ersten LEDs in die Hand bekommen. Und dann sieht das sehr gut aus. Das sieht wirklich in meinen Augen sehr, sehr gut aus, weil, sieht man es von der Seite auch, ja, das ist nämlich hier schön eingegossen. Ich nenne es einfach mal eingegossen. In so eine Schutzschicht nochmal, sodass wir hier drauf rumtatschen können, ohne dass irgendwas passiert. Das ist schon mal auf alle Fälle immer so, wie die bisschen höherwertigen Sachen aussehen. Das finde ich sehr gut. Das finde ich wirklich sehr, sehr gut. Das ist hier schon mal sehr schön, dass wir hier anscheinend wirklich hochwertige LEDs auf alle Fälle vom ersten Eindruck haben. Vom ersten Eindruck. Interessanter wird es natürlich, wenn das Ganze dann am TV angeschlossen ist und wir dann natürlich gucken, wie sieht das Ergebnis aus? Wie gut macht das Ambilight für uns? Ja, ich bin da weiter extrem gespannt drauf. Ich bin da wirklich weiter massiv gespannt drauf. Ganz einfach, weil ich Ambilight Bombe finde. Ambilight ist schon wirklich gut. Aber Philips Fernseher, es gibt einfach bessere. Mein Samsung QN90A ist einfach um Welten besser als das, was Philips momentan zu bieten hat. Und daher müssen wir uns mit einem Ambilight Lite begnügen. Wobei natürlich der Philips TV dann natürlich bei 120 Hertz ebenso noch Ambilight machen würde. Und da steigt das Gerät hier leider aus. Leider. 1.4b 2.0. 2.0 hier hinten, bitte 2.0. Wäre so schön gewesen, wenn. Gehen nochmal ganz nah ran. Aber besser gesagt, ich mache mal so rum, auch lesen kann. So, da sehen wir hier LED-Strip Seite, LED-Strip unten, Input, Output. Reset, den wir hoffentlich nicht benötigen. Ich werde das Ganze jetzt am TV montieren und dann sehen wir uns gleich wieder. So, und damit haben wir das gute Stück auch schon im Einsatz, den Neo Light Strip hinten am TV. Ich sage euch schon mal vorweg, Installation war mega easy. Ich glaube, 10 Minuten habe ich vielleicht gebraucht oder 15 Maximum. Einfach die vier Ecken hinten auf den TV draufkleben. Die sind einfach wunderbar dafür da, dass man wirklich gute Führung hat für die LED. Ja, Bänder, Streifen, wie immer man das genau nennen möchte. Dann das Gute natürlich hinten dran 3M-Klebeband an den LED-Streifen. Auch die sitzen bisher Bombe, ist jetzt schon ein bisschen länger hier am TV montiert. Aber ich muss auch sagen, ich habe schon öfters LED-Strips gehabt mit 3M-Klebeband hinten dran. Und das hat sich noch nie gelöst. Also denke ich, auch hier wird das Ganze fantastisch sein. Ihr seht das, die Kabel ließen sich auch erstmal sogar auf die Schnelle hier relativ gut hinterm TV verstecken. Und das Ergebnis, ihr seht es ja selber. Ihr seht es ja selber. Ich muss sagen, persönlich, ich bin beeindruckt. Ich bin wirklich beeindruckt. Ich bin stärker beeindruckt als erwartet. Auch das auf alle Fälle. Man soll ja eigentlich nie Erwartungen haben. Und wir kennen es ja bei Philips, oder besser gesagt, vielleicht kennt ihr es nicht. Es gibt das Ambilight in zwei verschiedenen Varianten. Bei den günstigen Einstiegsmodellen drei Seiten, also oben, rechts und links. Und hier haben wir halt Ambilight dann sozusagen auch in vier Varianten. Bedeutet halt, alle vier Seiten des TVs sind mit LED versehen. Und das sind ja diese ARGB-LEDs, wo man die Helligkeit auch noch einzeln steuern kann. Das ist wirklich vom Ergebnis her, finde ich, massiv beeindruckend, massiv beeindruckend. Es macht mir einen Wahnsinnsspaß, das Ganze zu sehen. Es gab noch eine kleine Hürde bei der Installation. Zum einen, relativ typisch, müsst ihr zuerst, wenn ihr ein 5 GHz WLAN habt, dieses ausschalten, damit ihr euch nur im 2,4 GHz WLAN befindet. Ist zum Beispiel bei mir bei der Fritzbox relativ einfach zu bewerkstelligen. Das 5 GHz Netz ausschalten, das 2,4 GHz Netz einschalten. Und dann gibt es hier dazu entweder die Mi oder besser gesagt die Light Mi App.
Diese habe ich nicht dazu gebracht zu funktionieren. Deswegen steht wahrscheinlich auch in der Anleitung hinten in der FAQ hinten drin. Wenn diese App nicht funktioniert, dann nehmen Sie doch bitte die Tuya Smart App. Und diese hat sofort einwandfrei funktioniert. Es hat sich sofort verbunden. Ihr seht die gleich auch noch im Einsatz. Denn natürlich gibt es neben der MB-Lite-Funktion weitere Funktionen, die ihr manuell ausnutzen könnt. Und das Ganze, wie gesagt, natürlich smart. Das bedeutet zu steuern mit Alexa, ging sofort einwandfrei, hat sich dort als Skill eingeklinkt. Dann auch zu steuern mit dem Google Assistenten. Und was ich persönlich sehr cool finde, das Ding ist auch zu steuern über SmartThings. SmartThings ist nämlich der smarte Assistent, der bei mir im TV verbaut ist. Ich habe das jetzt noch nicht eingerichtet, werde ich aber auf alle Fälle machen, so dass ich also das Ambilight an meinem TV vom TV aus auch noch steuern kann. Wie gesagt, ansonsten Alexa und ansonsten, ja, ihr macht an. Ihr schaltet den Fernseher ein oder besser gesagt das angeschlossene Gerät. Wie gesagt, hier bei mir momentan aktuell das Apple TV und automatisch gehen die Lichter an. Das Apple TV geht aus, die Lichter gehen aus. Oder ihr schaltet sie halt natürlich am Handy von Hand ein oder ihr sagt es halt, wie gesagt, dem Amazon-Helferchen oder dem Google-Helferchen. Dann schalten die für euch das Gerät ein und aus oder wechseln die Farben, was immer ihr da möchtet. Ich habe jetzt hier hinten extra so ein bisschen Material für euch herausgesucht. Einmal natürlich logisch ein Spiel, damit wir sehen, wie das Ganze denn halt in der Spielumgebung ist. Aber auch hier so ein paar Sachen, wo ich einfach fand, oh, das kam aber eben gerade sehr gut rüber. Gleich kommt auch noch Tatort. Ich habe noch keinen Tatort gesehen in den letzten 20 Jahren, glaube ich. Aber es war einfach so beeindruckend von den Farben. Ich weiß gar nicht, wie ich darauf kam, dass auszutesten. Und auch hier gleich, wenn jetzt das Intro kommt hier vom Magazin Royal, dann passend zum Neo, ne? Neo Magazin Royal. Ach ne, jetzt ist es ja nur noch ZDF Magazin Royal mit dem Neo Lightstrip, ne? Das sieht wirklich gut aus, finde ich. Das kommt einfach optisch extrem gut rüber von dem Farbspiel. Er übernimmt das einwandfrei sofort, komplett 100% synchron. Der einzige Nachteil weiterhin bleibt natürlich, dass nur 4K 30 möglich sind an der Konsole. Deswegen, ich werde das Ding an der Konsole benutzen. Ich werde mir dafür dann einen sogenannten HDMI-Splitter kaufen, sprich ein Signal rein, zwei Signale raus. Ich habe hier mal was von Amazon rausgesucht. Ich blende euch das hier ein. Ich habe das selbst noch nicht damit getestet, aber hier war einer bei den Käufern dabei gewesen, der sagte, er hat das genau für solch einen Anwendungszweck gekauft, für einen Ambilight-Strip, den er dort angeschlossen hat, und das hat sofort bei ihm einwandfrei funktioniert. Also habe ich mir gedacht, gut, das mache ich auch. Also daher würde ich diesen HDMI-Splitter erst einmal bevorzugen. Wenn er dann nicht funktioniert, nicht seinen Job so macht wie geplant, dann kann man das ja bei Amazon immer wieder natürlich zurückschicken. Ich werde euch das dann natürlich auch unten in der Videobeschreibung verlinken. Jetzt habe ich eine Menge Beispiele gezeigt an automatischen Modi und dann kommen wir jetzt mal rüber zu den manuellen Modi. Denn klar, das Ambilight ist das eine Schöne, aber ihr könnt es ja zum Beispiel nicht nutzen bei allen internen Apps des TVs. Wenn ihr jetzt also zum Beispiel Netflix über die interne App des Fernsehers schaut, dann könnt ihr kein Ambilight nutzen, sondern das geht natürlich nur mit Geräten, die per HDMI angeschlossen sind. Und deswegen habe ich das jetzt einfach mal so gemacht. Ich habe hier nebenbei mein iPhone mit eingeblendet, damit ihr seht, welche Sachen ich hier so mache. Und es gibt dann hier die verschiedenen Geschmacksrichtungen, die man hier einstellen kann, wie zum Beispiel Regenbogen. Regenbogen habe ich schon oft genutzt beim Fernsehgucken, finde ich total cool. Ist angenehm, ist wirklich abends angenehm, dieses Regenbogenlicht im Hintergrund, was da munter durchwechselt. Ihr seht, ihr könnt natürlich die Helligkeit dann auch entsprechend runterdrehen, ne? Bei mir momentan läuft es hier aktuell mit 100%, sind halt hier ein paar vorgefertigte Programme, die da drin sind. Momentan sehen wir jetzt hier das Feuerwerk, dann die Sternenhimmel. Wie gesagt, es ist ja einfach mit eingeblendet auf dem Smartphone, seht ihr, welchen Modus ich nutze und wie das Ganze dann aussieht. Hier auch der Sternenhimmel, ne? Nice. Hat mir gerade gefallen, der Sternenhimmel. Dauert einen kleinen Moment immer, bis das umgeschaltet hat hier, dass er in den neuen Modus geht. Wahrscheinlich läuft das Programm einmal rundherum. Einrichtung, easy. Qualität, mega. Gefällt mir wahnsinnig gut. Gefällt mir wirklich, wirklich ausgesprochen gut. Ich bin absolut positiv überrascht. Preislich ist es in meinen Augen okay. Sind, glaube ich, momentan je nach Version natürlich unterschiedlich, ne? Habt ihr einen 75 Zoll Fernseher, ist das Ganze natürlich teurer als hier an meinem 55 Zoll. Das ist da natürlich dann nochmal zu beachten. Ich werde euch natürlich die entsprechenden Links unten reinhauen in die Videobeschreibung. Es sind, glaube ich, hier irgendwie momentan im Angebot 120 Euro über den Daumen für die Version für 55 Zoll. Das geht in meinen Augen, geht das vollkommen in Ordnung. Man kann vom Preis her bei dem Gegenwert nicht meckern. Wie gesagt, die
Strips sind sehr gut verarbeitet, die Streifen, die LED-Streifen sind sehr gut verarbeitet, gefällt mir sehr gut. Es macht seinen Job so, wie es ihn machen soll, es macht ihn sofort gut, ich musste die App wechseln. Das hier ist jetzt momentan nicht synchron, hier das Farbdurchwechseln auf dem Scrollrad, was ich hier euch noch zeige. Da zeige ich das letztendlich nur auf dem iPhone, ohne dass das wirklich synchron mit dem Bild hinten ist. Das bitte ich zu berücksichtigen. Und das war es hier vom Neo Lightme Strip, der seinen Job, wie gesagt, in meinen Augen wirklich hier einwandfrei abgeliefert hat, weil wir können hier natürlich auch nochmal auf Musik umstellen, dass er dann je nach der Musik ein wenig den Rhythmus, die Farbe und so weiter wechselt. Der erste Eindruck, mehr kann ich nicht wiedergeben, der ist auf alle Fälle wirklich sehr gut. Und ich habe nochmal den Preis für euch bei einer Größe von unter 65 Zoll. Aktuell 103,02 €. Von 66 bis 90 Zoll sind wir bei 120 € und bei 91 bis 120 Zoll 137 €. Auch das passt in meinen Augen auf alle Fälle wirklich sehr gut. Es macht einfach, was es machen soll. Ich habe ein Ambilight. Ich habe ein Ambilight für meinen Samsung TV. Ich brauche mir keinen Philips kaufen, sondern kann das hier genießen. Ich sage fetten Daumen nach oben dafür. Ich danke euch fürs dabei sein und ich sage bis zum nächsten Mal. So long, goodbye. Keep gaming. Euer Goodie.